Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales auf dem Kanal von Kaffeebecher LP mit mir, dem Gorobei. Wir sind immer noch aufgewacht und die Zombies, sie ist die ganze Zeit schon am Heulen. Er steht da immer noch so und er steht da so und unsere erste Reaktion ist natürlich... Ah, siehst du? Er hasst uns. Er fürchtet uns. Und deswegen hasst er uns. Unser Komitee hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Wow, wer seid ihr? Was für ein Komitee. Nun ist aber auch mal gut. Wir tun dir nichts. Wir sind das Komitee für den menschenwürdigen Umgang gegenüber Untoten. Wir wollen den schlechten Ruf der Untoten bei den Lebenden verbessern. Und bei den Toten. Denn irgendwie mag uns niemand. Wo ist Wilbur? Da war eine Falle und ein Schatten. Das war ich. Ich habe dich umgerissen. Dabei ist dein Kopf auf einen Stein geknallt. Entschuldige bitte, ich habe diesen Körper nicht so ganz unter Kontrolle. Warum hast du mich umgerissen? Was ist mit Wilbur? Er hat dir vermutlich den Hals gerettet. Der Ork-Häuptling aus dem Lager hat die Falle aufgestellt. Und wenn er dich erwischt hätte, wäre jetzt nicht nur dein kleiner Freund in Schwierigkeiten. Wilbur in einem Ork-Lager? Oh Mann, das alles meine Schuld ist. Wie meinst du das? Naja. Nun erzähl schon, Junge. Wie du siehst, haben wir alle Schuld auf uns geladen. Also schön. Mein Name ist Nate. Ich war in Seefels am Westmeer. Da kam dieser kleine Gnom an und... Später. Und bam. Alles schwarz. Dann bin ich aufgewacht und... Ihr wart da. Du... Du hast sie hintergangen. Du wolltest nur deinen eigenen Hals retten. Naja, so kann man das nicht sagen. Doch. Du solltest diesen Balken tragen. Ich habe unter Piraten gelebt. Halsabschneidern. Aber noch nie. Die. Nun ist aber mal gut, ja? Vielleicht habe ich ein klein wenig egoistisch gehandelt. Als du deine Freunde verkauft hast, weil du hofftest, dadurch selbst heil aus der Sache herauszukommen? Nein. Du musst Wilbur da rausholen. Und du musst die Elfe befreien. Sieht so aus. Wenn sie noch lebt. Und ich muss das Artefakt in Sicherheit bringen. Ich werde dir helfen, wenn du es ernst meinst. Mein Name ist Gulliver. Du kannst mich oben in meiner Werkstatt finden. Komm, Körper! Und wer ist sie? Nee, warte mal, halt! Okay. Jetzt sind wir auch schon bei Dr. Frankenstein. Und seinem komischen Clown und einer hübschen Statue. Und wir gehen nochmal rein. Wir müssen nochmal mit dieser Heulsuse reden. Das geht ja sonst nicht. Das geht's nicht. Wieso verklicke ich mich denn da? Gut, gucken wir erstmal da drüben. Oh, nett mit den ganzen Schädeln hier. Wie bei Max im Zimmer. Einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Hier ein doppelköpfiger Adler. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in Orange-Blau und hier ein grünes W in einer Raute. Sagt mir alles nichts. Ein grünes W in einer Raute? Könnte sagen, das ist das Zeichen für Werder Bremen, aber was gab's da sonst noch? Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen der Toten. Ein Dachs, der eine Schlange frisst, das habe ich da auch schon mal gehört. Einige staubbedeckte Urnen. Hier ein doppelköpfiger Adler, da ein Dachs, der eine Schlange frisst, dort der Kopf eines Königs in Orange-Blau und hier ein grünes W in einer Raute. Naja, sprechen wir jetzt mit ihr. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Mein feines Gespür sagt mir, dass du vielleicht Kummer hast. Oh, diese Qual... Diese Schmerzen! So, Frauenkram oder sind es echte Schmerzen, also körperliche? Nein! Es ist noch tausendmal schlimmer! Frauenkram. Hattest du einen Badeunfall? Wo drückt denn der Schuh? Ich muss weiter. Na, meine Liebe, das ist schon alles nicht so schlimm. Erzähl dem Onkel mal, was los ist, hä? Ich lasse mich nicht veralbern! Es liege mir fern. Ihr Männer! Seid so unsensibel. Nur er nicht. Er hätte mich verstanden. Oh!
Er? Wer ist er? Maximilian. Mein Maximilian. Oh, der schönste Mann, der jemals unter dem Angesicht der Sterne... Ja, ja. Und dann? Er ist fort. Und deswegen wolltest du dich umbringen? Wir waren verlobt. Maximilian und ich wollten heiraten. Es war der Himmel. Ich als reiche Tochter eines Mithrilhändlers und er... Nur den tragischen Teil, bitte. Ich habe ihm kistenweise Gold und all meinen Schmuck als Beweis meiner Liebe gegeben. Er wollte damit die schönste Hochzeit organisieren, die... Aha, der Hochstapler ist durchgebrannt. Er ist nicht durchgebrannt! Doch. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Er muss aufgehalten worden sein. Vielleicht hat man ihn entführt. Und er schmachtet nun irgendwo in einem Turm und... Er ist durchgebrannt. Er wird zurückkehren. Und wir werden vereint sein. Wie zwei Liebende auf... Und warum machst du ausgerechnet in dieser Gruft die ruhige Atmosphäre kaputt? Dies ist die Ruhestätte seiner Vorfahren. Bis ich die Nachricht von ihm erhalte, werde ich hier mit seinen Ahnen warten. Ja, klingt logisch. Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Ich weiß. Es sieht so aus, als hättest du ohne Schwimmflügel nicht ins tiefe Wasser gehen sollen, hä? Das war kein Unfall. Ich wollte mich umbringen. Hat fast geklappt. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. Oh nein. Darin liegt einer der Vorfahren des Verlobten unserer Wasserleiche. So ein Grabmal kostet eine Menge. Die Familie des Toten muss vermögend gewesen sein. Vielleicht waren sie deswegen so viel. Wahrscheinlich. In dieser Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. In dieser Vertiefung hat sich eine kleine... Okay. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ist das ein Frauenkörper? Ich weiß es nicht. Oder von einem dicken Mann? Ich war jetzt kurz verwirrt. Ich dachte, hä, was hat er denn eben gesagt? Wohin haben die Orks Wilbur gebracht? Irgendwie scheint dein Körper nicht so recht das zu sein, was du von ihm willst, oder? Oder das zu machen? Geht das Geheule der Wasserleiche nicht mehr auf die Nerven? Geht dir das Gezetere der gescheiterten Schwimmerin da unten auch so auf die Nerven? Also wirklich, die junge Dame hat großen Kummer. Und den lässt sie raus. Tag ein, Tag aus. Stundenlang. Was ist dran an der Geschichte mit ihrem verschollenen Liebhaber? Ach, er hat sie eiskalt sitzen lassen, hat sich ihr Gold gekrallt und macht sich nun ein süßes Leben irgendwo im Süden. Sie scheint da anderer Meinung zu sein. Die gute Frau hat es nicht so mit der Realität. Sie glaubt immer noch, alles würde sich eines Tages klären. Sie wartet auf seinen Erscheinen oder einen Brief von ihm, irgendetwas. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Kann es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Ich meinte den da. Ach so, der. Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Ach so, klar. Ja. Und was ihr da baut, soll dein neuer Körper werden? Exakt. Ist der nicht großartig? Ja, er ist groß. Leider zieht sich die Konstruktion ein wenig hin. Ich sag dir eins, frage niemals einen kopflosen Zombie, ob er deine Arme ersetzen kann, wenn du eine Präzisionsmaschine bauen willst. Werde es mir merken. Wessen Körper ist das denn? Esthers. Und wer ist Esther? Keine Ahnung, kennen sie nicht. Aber das hier ist ihr Körper. Ihr hilft mir, bis ich meinen wieder habe. Dann wollen wir gemeinsam einen Kopf suchen. Esther. Genau. Ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und Esthers Körper? Ich lag hier draußen in einem Grab, viele Jahre. Ich habe mich langsam herausgebissen, nachdem mein alter Körper aufgegeben hatte.
Draußen sah ich dann diesen Körper, wie er völlig kopflos in der Gegend herumtaumelte, Grabsteine umriss, gegen Wände lief. Ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Mal was anderes. Ob es Wilbur gut geht? Wohin haben die Orks ihn gebracht und was werden sie mit ihm tun? Sie haben ihn in ihr Lager verschleppt. So viel dürfte klar sein. Was sie mit ihm machen, weiß ich nicht. Könnte unappetitlich sein. Du meinst... Sagen wir so, wenn du dir Sorgen um das Leben des Kleinen machst, hast du vielleicht bald eine Sorge weniger. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Das werde ich nicht. Das Projekt steht unter keinem guten Stern, würde ich sagen. Die beiden scheinen massive Kommunikationsprobleme zu haben. Rede mit Gulliver. Was gibt's da so? Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenbindet. Auf der Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Was haben die neuerdings immer mit der Längenangabe hier in dem Spiel? Eine plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass noch viel drin ist. Nehmen wir mit. Na, ein kleiner Rest war noch drin. Die Tube brauche ich nicht mehr. Was gab's hier? Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Ein kleiner Holzspan steht im Topf. Nehmen wir mit. Das war's, glaube ich, hier auf der Ecke auf jeden Fall. Dann gibt es da so ein großes Grab und dann sprechen wir gleich nochmal mit dem. Ein Grab? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Von außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Nicht? Würde ich machen. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Diese... Heimelig. Heimelig. Schönes Wort, heimelig. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Wie viele Zombies gehören zu deinem Komitee? Komitee heißt das. Warum steckst du in deiner... in diesem Büßerbalken? Warum steckst du in diesem Ding da? Sag nicht aus modischen Gründen. Ich habe schon viel gesehen, aber das... Nein, nein, nicht dergleichen. Ein Paladin hat mir das Ding verpasst. Was hast du getan? Seine Schwester beleidigt? Tja, so könnte man das sagen. Er ließ mich deswegen an den Pranger stellen, aber auch dort konnte ich mein Mundwerk nicht halten. Darum hat mich die holde Dame erstochen. Also kam ich als Geist zurück und habe sie um ihren Schlaf gebracht. Man hetzte mir einen Geisterjäger auf den Hals und tatsächlich hat er mich erwischt und getötet. Er hat einen Geist getötet? Guter Mann. Ich bin dann als erster untoter Geist der Geschichte zurückgekommen und habe die Hochzeit der holden Dame platzen lassen. Daraufhin zauberte mir der Paladin diesen magischen Büßerbalken an den Hals. Nun lauert er draußen vor der Gruft. Er will mich in kleine Stücke zerteilen und ins Meer werfen, glaube ich. Wie gemein. Dabei hast du doch kaum was getan. Ich weiß nicht. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ich würde diese Fehde gerne beenden. Sie hat nur Unglück gebracht. Warum entschuldigst du dich nicht? Ich hab's versucht, aber der Paladin ist nur auf Rache aus. Seinen Hammer hat er nach mir geschleudert. Netter Paladin. Kannst du den Balken nicht einfach loswerden? Das Ding sieht ziemlich ungemütlich aus. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Hätte ich ihn dann noch an? Du machst dir kein Bild, wie unpraktisch so ein Teil ist. Versuch mal, dir mit so einem Ding an der Nase zu kratzen. Oder aufs Klo zu gehen. Ah, erinnere mich nicht daran. Dieser Büßerbalken ist magisch. Man kann ihn nicht einfach aufbrechen. Er ist auf ewig versiegelt. Er öffnet sich erst, wenn der Paladin mir verzeiht. Also nee. So sieht es leider aus. Schade. Aber es ist mal... Und wie viele seid ihr? Im Komitee, meine ich. Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Wir haben zurzeit erst 3 Mitglieder. Aber die Gespenstergewerkschaft ist mit uns assoziiert und die Programmierervereinigung überlegt, ob sie sich endlich öffentlich zu ihrem untoten Dasein bekennen will. Aha. Du kannst leider nicht Mitglied werden. Du bist zu lebendig. Danke sehr. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran,
Wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Ja. Interessant ist diese Hand und dieser Huf hier. Wollte ich nochmal gesagt haben. Das ist allgemein ziemlich viele Sachen, die hier liegen. Ziemlich witzig. Wir gehen jetzt erstmal raus. Vielleicht treffen wir ja gleich auf den Paladin. Ah, da ist er ja schon. Warte mal, das ist bestimmt der Kopf von dieser Frau. Esther. Ein Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Sagen wir trotzdem hallo. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Kannst du kämpfen? Nein. Kannst du heilen? Nein. Ein Paladin. Kennst du gute Paladin-Witze? Der hat dieselbe Stimme wie, wie hieß er noch? Schildträger. Ich habe mit dem Zombie gesprochen, dem, den du den Büßerbalken gesteckt hast. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Pah, lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einem verzeihen. Rauchender Büffel? Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Sicher. Du weißt schon, welche Kleidung Männer normalerweise tragen. Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel... Nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Ah, ja. Es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Wer es mag, Freak. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie und mich etwas an. Ich muss los. Na ja, gut, dann nicht. Machen. Da hinten gibt's also ein Tippi. Hier gibt's rote Steine. Dann gibt's hier noch Pilze. Da geht's rein zum Orklager. Da gibt's eine Karte. Kleine rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Dann nehmen wir mal die Steine mit. Hat ja letztes Mal schon sehr gut geklappt mit roten Steinen. Guck mal, da können wir sogar orangene Sachen machen. Na, mal gucken. Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Nimm mit. Da gibt's noch Pilze, dann gucken wir uns den Kopf an, dann gucken wir uns nochmal den feuchten Boden an. Der Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Der Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Guck mal, wie er die Finger dreht. Sehr interessant. Hochinteressant. Eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Das Neueste von Neuen. Darauf ist ein Logo. The Pink Crusade. Das muss der Orden des Paladins sein. The Pink Crusade. Sieht gerade nicht her. Warum oh nicht? Mein Einen Gott. Pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. In den wilden Landen. Im Krieg. Super, wir haben einen pinkfarbenen Pompon. Pompon heißt er. So, jetzt sprechen wir mal mit dem Kopf und dann passt das schon. Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen?
Ein schauerlicher Kopf. Ganz billige Effekthascherei, denn letztlich... Oh nein. Was? Was? Hab ich irgendwo eine Spinne? Nein. Zum Glück. Diese Krabbelviecher machen mich wahnsinnig. Kannst du dir vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn sie dir von unten in den Hals laufen und dann von innen an den Augen knappern? Nein. Ja, klar. Ja, natürlich doch. Doofer Paladin. Schlägt mir einfach den Kopf ab. Hey! Kein Herumgetuschel da! Lass den Kopf in Frieden! Lass den Kopf in Frieden! Hauptsache, guck nochmal in seinen Spiegel. Holen wir uns nochmal die Pilze und dann, glaube ich, war's das. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Bestimmt nicht. Das sind Magic Mushrooms. Aber wir nehmen mal welche mit. Und damit beenden wir diese Folge an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Liebe Kinder, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ihr weiter wissen wollt, was wird aus diesem Paladin? Können wir das Spiel überhaupt noch schaffen, nachdem wir den Paladin haben und nachdem wir Bilbo verloren haben? Was wird aus Nate und wie bekommen wir den Kopf wieder auf den Zombie? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von The Whispered World, wollte ich gerade sagen. Scheiße, das ist völlig falsche Let's Play. The Book of Unwritten Tales. The Whispered World gibt's auf dem Kanal von Anonymous. Aber da könnt ihr vielleicht mal drüber nachdenken oder drüber nachdenken. Dann vorbeischauen, wenn es das überhaupt noch gibt. Zu dem Zeitpunkt jetzt ist ja schon... In einigen Wochen kommt das Let's Play hier bei mir erst wieder raus, die Folge. Vielleicht läuft das dann ja noch bei Anne, vielleicht nicht. Guckt einfach mal vorbei. Bis dahin, euer Gorobai.